Die Gründung des Prümmer Klosters geht auf das Jahr 721 durch den fränkischen Edlen Bertrada und seinen Sohn Charibert zurück. Ein erster Höhepunkt in der Prümmer Geschichte ist 799 die Einweihung der wegen ihres Reichtums sogenannten Goldenen Kirche durch Papst Leo II. In Anwesenheit Karls des Großen. Dessen Enkel Lothar I. trat sogar zum Ende seiner wüsten Tage ins Prümmer Kloster als Mönch ein. Leider konnte er nicht lange sühnen, denn er verstarb 6 Tage später. Sein pompöses Grab, 1878 von Kaiser Wilhelm gestiftet, wurde im Chor der Prümmer Basilika aufgestellt. Nach zahlreichen Auseinandersetzungen in den nächsten Jahrhunderten mit dem Erzbistum Trier musste sich das einst reiche Prümmer Kloster geschlagen geben. Die Trierer rissen sogar die goldene Kirche ab und platzierten dort 1721 die heute zu sehende Basilika. Erwähnenswert sind noch einige Ausstattungsstücke der Kirche, wie die Sandsteinkanzel von 1590 aus der Werkstatt Hans Ruprechts aus Trier, der düstere Hochaltar 1727 für die Karmeliterkirche in Kreuznach geschaffen und 1925 nach Prüm gebracht und das dunkle Chorgestühl von 1731 mit Darstellungen aus der Geschichte des Benediktinerordens. Das anschließend nach Entwürfen von Balthasar Neumann neben der Kirche errichtete barocke Abteigebäude mit seiner prachtvollen Nordfront prägt heute noch das Stadtbild von Prüm. Prüm, nach dem Ersten Weltkrieg bis 1930 unter französischer Besatzung und im Zweiten Weltkrieg durch amerikanischen Artilleriebeschuss zu 80% zerstört, wurde am 15. Juli 1949 von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Die in einem Stollen unter dem Kalvarienberg gelagerten 500 Tonnen Sprengstoff, die zur Sprengung der Westwallbunker vorgesehen waren, explodierten und verwüsteten viele der nach dem Krieg wieder aufgebauten Häuser. Der gewaltige 20 Meter tiefe Krater ist heute noch zu besichtigen.